Schock in den frühen Morgenstunden. Auf dem Campingplatz des Heidehofs Olliges in Gehlenberg ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Gegen 7 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg alarmiert, die umgehend zum Campingplatz ausrückte. Brandgeruch lag über der gesamten Ortschaft. Als die Kräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits Meter hoch aus einer Hütte in der Größe von geschätzten 80 Quadratmetern. Die Hütte war glücklicherweise zurzeit unbewohnt. Nur kurze Zeit später war nur noch eine Ruine zu sehen. Kaum etwas hatten die Flammen verschont. Mehrere Gasflaschen brachten die Feuerwehrleute vor den Flammen in Sicherheit. Den Einsatz erschwerte die enge Zufahrt zum Gelände. Starker Funkenflug durch den Wind und starke Rauchentwicklung erschwerten den Einsatz der 17 Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Gehlenberg.